geht's weiter mit What's Up von den Blondes, der gesamte Song. Das Intro könnte schon klappen, je nachdem, wie es die Zeit eben erlaubt zum Üben. Aber im Prinzip ist der Gesang ja doch hier auch wichtiger. Bei dem Intro ist es ganz gut, wenn auch eine zweite Person Gitarre dazu spielt. Ansonsten kann man auch direkt die Akkordfolge benutzen, um in den Titel reinzukommen. Das Tempo auf der CD ist 66. Das ist einigermaßen gemütlich noch, obwohl sehr viele Sechzehntel in dem Rhythmus vorhanden sind. Ich spiele den mal gerade an, nur mit dem A-Akkord. Das bekommt man hin. Im Prinzip ist es eine Mischung aus Ring of Fire. Da war das damals immer so. Das sind die ersten beiden Elemente. Und die anderen beiden mit dem Bogen in der Mitte, das entspricht Bad Moon Rising, jetzt habe ich es. Bad Moon Rising ist ungefähr so, ne? Und hier sind halt noch zwei, ist ein Schlag mehr dabei. Gleich mal vorneweg. Ich interpretiere den Song. Ich singe es nicht genau so, wie es auf der CD zu hören ist. Schon gleich gar nicht in der Tonhöhe, da komme ich in 1000 Jahren nicht hin. Zu 90% wird es schon natürlich dem Titel gerecht werden. Aber auch was die Anschlagstechnik angeht, ich wiederhole mich da wahrscheinlich, aber da kann man auf jeden Fall zwischendurch paar Schläge mehr machen, was weglassen, so wie es eben die Melodie erlaubt oder sogar vorschreibt sozusagen, wenn man also mittendrin ist. Da möchte man keine Zehntelsekunde an diesen Rhythmus denken, sondern eben gescheit singen. Ich mache mal ein paar Variationen, die wahrscheinlich bei mir auch nachher vorkommen, wenn ich alles singe. Also ich spiele mal zwei Takte nach Vorschrift und dann ein paar Variationen. Ist natürlich wichtig, dass die Anschlagshand nicht diesen Wechselschlag aufgibt. Dann noch eine Vorwegnahme. Ending. Langsamer geschaffelt steht da. Jetzt ist ja ein Shuffle-Rhythmus, ein triolischer Rhythmus. Blues, Boogie, Swing, alles Shuffle. Also ein Swing zum Beispiel. Und so hört der Titel nun mal auf. Da muss ich dann auch den Drumcomputer ausschalten, weil es auch noch langsamer ist. Wenn man diesen Rhythmus in einen Shuffle verwandelt, dann geht es hauptsächlich um die Sechzehntelabstände. Da ist die erste Sechzehntel immer etwas länger als die zweite. Ich mache mal zwei Takte wieder
den Löwenanteil vom Song und dann gehe ich direkt in den Shuffle rein. Also am Schluss sind wir in einem Schunkelrhythmus. Bierzelt-Atmosphäre oder auch sauberühmt ist Biskaya vom James Last. Und Millionen von Blues-Songs sind so geschrieben. Der erste Durchgang läuft bei Tempo wie so 48, Mensch, 46 ab. Und ich gehe dann halt immer 10 Schritte höher. Und ich spiele jetzt halt mal sämtliche Wechsel in unserem Hauptrhythmus längere Zeit. Eins und zwei und drei und vier und. Fast hätte ich vergessen, diesen Trick vorzustellen, den man benutzen kann, wenn es ziemlich schnell in den nächsten Akkord gehen soll. Und es ist ja schnell, weil man soll ja eigentlich bis zur allerletzten Sechzehntel die Akkorde spielen. Aber auch hier kann man dann schon hochgehen und den letzten Aufschlag leer spielen. Nicht, ne? Also gut, falls jemand hören kann, wie die Farbe an der Wand trocknet, dann hört man das schon. Aber es erleichtert es auf jeden Fall. Und war bei eine Menge Songs auch schon mal Thema. So, jetzt die Steigerung. Es geht weiter mit dem Warmspielen bei 56. Eins und zwei und drei und vier und. Thank you.
Space 66. Und der B-Moll-Akkord müsste eigentlich ganz gut klappen nach unserem Paris-Marathon. Das ist ja im Song jetzt hier viel einfacher als diese Vorübung selbst, ne? Also 66. 3 und 4 und. Fast hätte ich vergessen, noch den kleinen Hinweis ganz unten über Hope Reed zu erklären oder zu wiederholen. Bei tausenden von Stunden kann ich mir das nicht mehr merken, was ich alles jedem Mal gesagt habe. Jedenfalls heißt Reed retardando, mit Gefühl langsamer werden. Ich mache das gerade mal im Zusammenhang, also der Shuffle-Rhythmus. Sein. Gut, erster Durchgang bei Tempo 46. Das Schwierigste ist, das Intro gescheit zu spielen und dann in den Gesang reinzukommen. Also ehrlich gesagt, wenn ich den Song jetzt live spielen würde, dann würde ich das Intro einfach weglassen, weil es ein bisschen riskant ist. Und naja, aber mal gucken, was passiert. Man muss halt nach diesen beiden Figuren am Ende direkt in den Rhythmus uns auch gleich lossingen. Ich hoffe, es klappt. Also jetzt geht's los. Nach 3 und. 1 und 2 und 3. Peculiar, and
I'm feeling a little peculiar, and so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, funktioniert. Dann geht es jetzt weiter mit 56. Da wird es für mich leichter zu singen, weil langsam zu singen ist ja eigentlich schwieriger, aber zum Üben bestimmt ganz gut wieder nach. So mache ich es ja eigentlich die ganze Zeit. Okay. Vorhin habe ich gesagt, nach 3 und, das stimmt nicht genau, aber halt, bei 3 und ist der Einsatz. Zweiter Durchgang. Eins und zwei und drei. Thank you.
what's going on? Letzte Runde bei 66. Eins und zwei und drei. Thank you.
and I try. Oh my God, I try. I try all the time. In this institution, and I pray. I pray every single day for revolution, and so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head, and I'm feeling a So, jetzt habe ich, glaube ich, einen riesen Bock geschossen. Das ist gar nicht 66er Tempo, oder? Ja. Ich habe nur meine Achtelglocke auf 66% geschraubt und das nicht gemerkt. Es ist schon wieder eine Montagsproduktion und deswegen dürfen auch keine Autos vom Band am Montag. Aber es kann ja nichts passieren mit dem Video. Dann habe ich da jetzt dreimal halt eine schön langsame Version zum Üben und jetzt kommt ein Sprung nach 66 zum Schluss. Mal anhören. Ne, schon wieder. Hackert nochmal. Ja klar. Okay, tja, dann jetzt 66.
on the frontiers of my life and still I'm trying to get up a great big hill of hope. Our destination. I realized quickly when I knew I should and the world was made up of brotherhood of men. So I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all I want in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, and I sing, hey, yeah, yeah, hey, yeah, I said, hey, what's going on? And I try, oh my God, I try. I try all this time in this institution. And I pray, oh my God, I pray. I pray every single day for a revolution. To get it all I want in my head and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, and I say, hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Ooh. Okay, das muss jetzt, das Video lasse ich so, also das geht bestimmt gut zum Üben. Und das ist mir jetzt, doch mir ist schon mal passiert, aber nur hier drin im Studio. Weil, naja, schon ein bisschen viel los gerade. Obwohl ja alles verboten ist, aber trotzdem. Das Tagesmanagement, ja, das hat schon in sich. Okay mal, so viel für heute.
Tschüss.